Herzlich willkommen heute zum EduTalk. Es geht um Tools für digitales Teamwork. Es ist 10 Uhr, die Aufzeichnung läuft und ich freue mich, dass wieder so zahlreiche Leute heute da sind. Besonders möchte ich auch den Björn Friedrich begrüßen vom SINN-Studio im Netz. Björn, sagst du mal kurz Hallo. Schönen guten Morgen und hallo auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Wir sind heute sehr viele Leute. Für diejenigen, die Zoom das erste Mal nutzen, ein kleiner Hinweis, der vielleicht ja ein bisschen Irritation wegnehmen kann. Bei Zoom gibt es unterschiedliche Ansichten in der Software. Es gibt die Galerieansicht und es gibt die Sprecheransicht. Und ich gebe einfach jetzt gerade mal mein Zoom-Fenster frei, dass Sie mal sehen, was ich meine. Und zwar, wenn wir in der Galerieansicht sehen wir alle Teilnehmer in gleich großen Fenstern und dann ist es ab einer gewissen Zahl immer schwierig zu sehen, wenn auch mal was gezeigt wird oder wer auch gerade spricht. Wenn Sie rechts oben die Sprecheransicht wählen, wird immer der oder diejenige angezeigt, die gerade am Reden ist. Ich habe jetzt erstmal alle Mikrofone stumm geschaltet, damit wir von Störgeräuschen jetzt auch erstmal nicht so abgelenkt werden. Sie sind natürlich eingeladen, Ihre Fragen auch zu stellen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Mikrofone auch selber zu aktivieren und ins Gespräch mit einzusteigen. Wir haben an der Seite, haben wir bei Zoom einen Chat. Es wäre vielleicht schön, wenn Sie dann vorher im Chat einfach nochmal kurz auch eine Rückmeldung geben oder auch wenn Sie jetzt nicht über Mikrofon reden wollen, können Sie Ihre Fragen gerne in Chat schreiben. Tobias, kannst du erklären, wie man das Zoom-Fenster freigibt? Fragt der Wolf Dieter schon direkt im Chat. Ja, kann ich natürlich erklären. Ich habe nicht nur das Zoom-Fenster freigegeben, ich habe den kompletten Desktop freigegeben und wichtig ist in den Zoom-Einstellungen, dass hier aktiviert ist, dass die Zoom-Navigation bei der Freigabe mit angezeigt ist, dass es angezeigt wird. Das ist standardmäßig nicht der Fall. Also das heißt, bei Zoom US einloggen, in den Einstellungen festlegen, dass die Zoom-Navigationsmenü, dass sie mit angezeigt werden. Mehr dazu aber vielleicht auch am 5.5. Schon mal jetzt die Einladung zu einem EduTalk-Thema Webinare gestalten mit Zoom und Co. Da können wir auch mehr auf Zoom eingehen. Denn heute geht es gar nicht um Zoom, es geht um Tools für digitales Teamwork. 6 Tools in 60 Minuten. Wir haben uns einen kleinen Sprint vorgenommen und zwar in jeweils knapp 10 Minuten ein Tool vorzustellen. Heute geht es um Slack, um Etherpads, um Trello, Padlet, Trisodar und die Nextcloud. Wir werden nicht wirklich ganz tief ins Detail einsteigen, sondern erstmal an der Oberfläche vorstellen. Am Ende des EduTalks bleibt noch die Möglichkeit, alles in Ruhe auszuprobieren und ich bin dann auch noch mal da für ein paar detailliertere Rückfragen, da können wir uns auch die Zeit nehmen. Ja, ich würde sagen, ohne lang jetzt Vorworte zu schwingen, 3 Minuten sind schon rum. Björn, ich würde jetzt einfach mal an dich übergeben und zwar, du wolltest mit Slack anfangen und das erste Tool vorstellen. Bitteschön. Genau, so, jetzt bleiben schon nur noch 6 Minuten für Slack quasi, wenn wir Punkt in der Zeit bleiben wollen. Aber wir wollen uns, wie gesagt, heute verschiedene Tools ansehen und ich gebe jetzt mal meinen Bildschirm frei und zeige Ihnen und euch dann hoffentlich Slack. So, ist das für alle zu sehen? Kann man mal kurz? Ja, ist sichtbar. Gehen wir davon aus, ist sichtbar. Wunderbar. Gut, dann starten wir damit gleich mal. Was ist Slack für all diejenigen, die es noch nicht kennen? Also es geht ja um Tools für digitales Teamworking und da ist Slack eigentlich eine ziemlich gute Lösung und ein ziemlich gutes Beispiel dafür, weil Slack eben genau dazu dient. Also man kann digital zusammenarbeiten, man kann kommunizieren. Es wird manchmal auch als Messenger bezeichnet. Also es hat auch tatsächlich viele Elemente von Instant Messaging. Aber eigentlich ist es tatsächlich schon ein geeignetes Tool, um zusammenzuarbeiten, um für einzelne Projekte, für einzelne Arbeitsbereiche oder ähnliches Infos auszutauschen. Die werben momentan mit dem Spruch Tschüss Inbox, Hallo Slack. Man hört auch immer mal Radiowerbung von Slack. Habe ich jetzt zumindest schon ein paar Mal gehört. Die sind also momentan relativ groß und versuchen das noch größer zu machen.
Und es kann tatsächlich ein Stück weit als E-Mail-Ersatz vielleicht auch fungieren. Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht. Wir haben hier einen Testkanal angelegt für den EduTalk heute. Der sieht jetzt so aus. Da sind momentan. Ausgeschaltet. Wer ist ausgeschaltet? So, war Entschuldigung. das gerade eine Rückfrage? Sehen Sie alle das Fenster, wo Tobias und mein Bild zu sehen ist? Bildschirm ist freigegeben, Björn, Ja, ist alles okay, gut. gut. Also gut. Gut, dann mache ich mal weiter. Also, das ist unser Test-Slack-Kanal für heute. Ausschalte. Das ist der EduTalk. Ich glaube, das meint nicht mich, oder? Ich Wenn will doch. eigentlich ohne Kopfhörer das hören. So. Vielleicht könnten Sie Ihren Ton aber ausschalten. Also das Mikro ausschalten und nur den Kopfhörer anlassen. So, ich habe die Mikrofone nochmal deaktiviert. Ich würde einfach vielleicht bitten, so während der Freigabe, damit es nicht immer zu so Irritationen kommt, die Fragen jetzt vielleicht auch erstmal nur in den Chat zu stellen und wenn es tiefer geht, können wir dann nachher nochmal persönlich drauf zugreifen. Bitte, Björn. Oh, Björn, dein Mikro ist noch aus. Du warst leider auch mit stumm geschaltet. Entschuldige bitte. Ja, okay, jetzt bin ich zu hören. Ja, super. Alles klar, sehr schön. Gut, das ist unser Testraum in Slack. Also ich habe für den EduTalk heute einen eigenen Slack-Workspace eröffnet und da sind momentan eben nur wir beiden, Tobias und ich, als Mitglieder. Ist aber nicht schlimm, für den Test reicht das erstmal völlig aus. Also so sieht Slack von innen aus. Man kann eben verschiedene Workspaces, also verschiedene Arbeitsgruppenräume hier eröffnen und das ist jetzt ein eigener Gruppenraum für den heutigen Talk. Da sind eben nur wir beide Mitglieder. Wenn das jetzt mehrere Leute in ihrem Unternehmen, in ihrer Einrichtung wären, dann würden hier eben alle Mitglieder angezeigt. So, was man hier oben noch sieht, wir könnten verschiedene andere Apps auch mit Slack verbinden. Also wir könnten externe Dienste noch einbinden. Zum Beispiel, wenn wir auf Dateien aus Google Drive oder aus der Dropbox oder so zugreifen wollen oder aus der Microsoft OneDrive, dann wäre das möglich. Zoom, dieses Video-Talk-Tool, was wir heute auch nutzen, das könnte man auch verknüpfen. Trello, was wir später noch vorstellen, kann man verknüpfen und viele andere mehr. Also es gäbe die Möglichkeit, hier digitale Dienste noch einzubinden. Wird dann abhängig vom Plan irgendwann fallen da Kosten an. Es gibt nämlich von Slack eine Basisvariante und es gibt eine kostenpflichtige Variante. Deshalb muss man da ein bisschen darauf achten, wie viel kann und will man sich leisten, aber prinzipiell ist hier sehr viel möglich. Und wir hätten auch eine eigene Dateiablage, das ist dieser Button hier, also eine eigene kleine Cloud, wo wir auch Dateien hochladen können. Die nutzen wir momentan noch nicht, aber das wäre auch möglich. So, und wir haben in Slack, also in unserem Arbeitsraum, eben verschiedene Channels. Und das ist vor allem dann praktisch, wenn man zum Beispiel an verschiedenen Themen, Projekten und Aufgaben arbeitet. Und wenn nicht alle Kolleginnen und Kollegen an denselben Aufgaben arbeiten, dann könnte man also einen Slack-Raum für den ganzen Betrieb quasi einrichten und dann die jeweiligen Channels mit den entsprechenden zuständigen Kolleginnen und Kollegen teilen. Das heißt, in diesem Channel Allgemeines, das ist so ein allgemeiner Channel, der immer vorangelegt ist, da sind wir beide Mitglied, dann haben wir hier einen Channel Neue Ideen und einen Channel Sonstiges und wir können natürlich diverse Channels hinzufügen. Also Sie könnten für jedes weitere Projekt, weitere Aufgaben, weitere Interessen hier eigene Channels anlegen. Und dann eben jeweils diese Channels freigeben für die zuständigen Personen. So, wir können jetzt hier Nachrichten schreiben. Zum Beispiel schreibe ich einfach mal Hallo im Allgemeinen Channel. So, eine relativ sinnfreie Nachricht, aber macht erstmal nichts. So, und jetzt könnten wir darauf eingehen. Also wenn jetzt die anderen Channel-Mitglieder darauf antworten wollen, Tobias oder andere, dann können wir hier einen Thread starten und können unter meiner Nachricht noch weitere Unterpunkte hinzufügen. Also es läuft so ein bisschen wie so ein Diskussionsforum online oder wie andere Diskussionen bei Facebook oder Ähnlichem. Tobias schreibt jetzt Hallo zurück. So, ich könnte jetzt eben bei dem Hallo zurück mich direkt darauf beziehen, also auf Tobias Meldung und könnte da einen Thread starten und könnte da einfach Servus schreiben. So. Kann dann noch Smileys oder ähnlich hinzufügen. Ich könnte jetzt auch Dateien hinzufügen und jetzt sehen wir hier, das war meine erste
Botschaft, das war Tobias Botschaft und da habe ich darauf geantwortet. Hier sehen wir jetzt, Tobias hat mit Daumen hoch reagiert, also er hat mir ein Like gegeben. Ich könnte sein Hallo zurück auch liken oder eine andere Reaktion hier hinzufügen. Das ist nämlich auch noch möglich. Ich kann nicht nur Threads starten, sondern auch Reaktionen hinzufügen. Machen wir mal. Also Daumen hoch hatten wir bei ihm. Ich könnte ihm ein Herzchen schicken oder 100% oder einfach ein Smiley. So, ich mache jetzt mal ein Smiley. Und so ließen sich hier eben die Unterhaltungen starten. Das sieht jetzt erstmal recht simpel und einfach aus, aber kann tatsächlich praktisch sein, wenn man eben, wie gesagt, in verschiedenen Projekten und Aufgaben und Arbeitsgruppen arbeitet. Ich sehe jetzt hier links bei Neue Ideen, das ist gerade fett geworden. Das heißt, da hat Tobias wahrscheinlich was geschrieben. Genau, wir könnten mal ein Webinar zum Thema Slack machen. Jetzt kann ich ihm wieder antworten. Also ich könnte hier unten einen neuen Punkt eröffnen oder ich könnte hier ihm wieder antworten und könnte mich darauf beziehen. So kann ich eben ganz konkret auf verschiedene Themen und Fragen und Ideen eingehen. Bei uns momentan, wir nutzen das so im Team, dass wir eben auch einen Workspace haben für das komplette Team und dann, wie ich schon gesagt hatte, hier verschiedene Channels für die verschiedenen Projekte und Aufgaben, die wir eben bearbeiten. Und das Schöne ist, Slack ist sehr vielseitig installierbar. Ich kann das eben online nutzen. Also Sie sehen, ich habe es hier auch einfach im Browser geöffnet. Das heißt, ich habe gar keine Software in dem Fall installiert. Aber man könnte natürlich auch die Software von Slack auf dem Rechner installieren. Und es gibt auch eine App für Android und iOS, die man sich auch installieren kann. Und dann erklärt sich wieder das, was ich vorhin gesagt hatte mit dem Instant Messaging. Ich habe eben tatsächlich Slack dann immer dabei, so wie ich andere Messenger und andere Handydienste auch immer dabei habe. Und ich kann jederzeit überall, wenn mir was einfällt, darauf antworten. Die Frage, ob man das möchte oder ob man dann Benachrichtigungen immer sofort erhalten möchte, das lässt sich übrigens hier auch alles einstellen. Wann ich zum Beispiel, hier habe ich zusätzliche Optionen, da könnte ich nicht nur Link kopieren und Channelnamen kopieren. Ich kann auch den Channel zum Beispiel stumm schalten und kann die Benachrichtigungen ausstellen oder ähnliches. Also ich kann das hier alles sehr feingliedrig nochmal definieren. Was ist mir wichtig, wo möchte ich sofort benachrichtigt werden, gerade wenn ich es am Handy habe und was möchte ich lieber stumm schalten oder ähnliches. Und was ich noch habe, das als nächstes, ich kann hier direkt Nachrichten schreiben. Also ich kann nicht nur das hier an alle Kanalmitglieder quasi posten, sondern ich könnte jetzt auch dem Tobias eine Direktnachricht schreiben. Also wenn wir jetzt hier 20 Leute in diesem Slack-Workspace wären und ich will ihm was mitteilen, dann schreibe ich ihm einfach eine Direktnachricht und schreibe jetzt zum Beispiel gleich, bist du dran? Zack, dann weiß er, ich bin gleich fertig und er kann gleich übernehmen. Genau, das wäre nämlich auch soweit in der Kurzvariante, die kurze Einführung in Slack. Okay, jo. Wir haben hier einige Rückfragen, Björn. Und zwar zum einen, können in Slack Umfragen eingebettet werden? Umfragen? Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen spekulieren, muss ich zugeben, bin mir gar nicht ganz sicher, über externe Apps in jedem Fall, also dass man eine externe Umfragen-App einfügt. Ich glaube, in Slack selber ist es nicht vorgesehen als Format, dass man eine Umfrage anlegt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich zugeben. Dann kam noch die Frage nach Datenschutz. Da hatte ich schon den Link zur Datenschutzerklärung auch gepostet. Slack ist ja schon DSGVO-konform. Habt ihr da sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu Slack, wenn ihr das auch im Dienst nutzt? Nee, also wir sind eine eigene Einrichtung, ein eigener Träger, ein Verein. Wir dürfen uns selbst aussuchen, was wir nutzen, aber ich weiß, dass es manchmal natürlich, weil es ein amerikanischer Anbieter ist, dass es in Einrichtungen, die sehr auf Datenschutz achten oder wo es sehr strenge Vorschriften gibt, dass da dann Slack nicht unbedingt erlaubt ist. Also das muss man einfach vor Ort abklären, ob man das nutzen darf oder nicht. Okay. Dann noch die Frage, ist die Einbettung der Apps in alle Channels gültig oder möglich? Ja, also wenn man die Anwendung in den Workspace geholt hat, dann ist das in jedem Channel verfügbar, ja. Okay. Und kann man in Slack seinen Kollegen eine PowerPoint-Präsentation vorführen und die dann im Livestream vorstellen? In Slack direkt nicht, aber man kann ja Slack kombinieren mit anderen Streaming-Portalen, wie zum Beispiel Zoom. Und man kann in jedem Fall Dateien hochladen, das hatte ich ja vorhin gezeigt, aber das bedeutet dann nur, dass die anderen das auch downloaden können. Also direkt vorführen, dafür ist Slack jetzt nicht unbedingt gedacht.
Okay, und dann die letzte Frage zum ersten Punkt. Welches sind die Alleinstellungsmerkmale von Slack? Zwei Sätze dazu. Ja, einfach diese Kombination von Messaging, aber zugleich die Aufteilung in Kanäle. Das finde ich schon tatsächlich sehr praktisch. Also wenn man zum Beispiel an WhatsApp denkt, so den größten Messenger, da hat man eine Gruppe mit, weiß ich nicht, beim Sportverein oder bei den Arbeitskollegen sind da 20, 30 Leute drin und alle posten alles und das ist furchtbar unübersichtlich. Und bei Slack kann man das eben einteilen in die entsprechenden Kanäle und themenspezifisch diskutieren und sich austauschen. Und das finde ich durchaus praktisch und hilfreich. Gut, vielen Dank. Und natürlich spielt natürlich die Kombination von Web-App, dass ich es allein im Browser nutzen kann. Ich kann es auch Android und iOS, Smartphone, Tablets nutzen. Also die Universalität ist, glaube ich, auch noch mal nicht das Alleinstellungsmerkmal, aber großer Mehrwert. Gut, vielen Dank. Ich glaube, ich habe ja gerade 3 Minuten vor meiner nächsten Softwarevorstellung abgegeben. Genau. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben dazu, einfach mal in den Chat posten. Ich glaube, das ist jetzt gerade so die funktionalste Möglichkeit. Ansonsten, ja, wir wollen natürlich auf alle Fragen eingehen und hängen auch gerne nachher noch mal 10 Minuten dran. Das ist auch gar kein Problem. Ja. Nächsten Dienst, den ich gerne vorstellen möchte, ist ein sogenanntes Etherpad. Und zwar ist ein Etherpad im Prinzip ein Online-Texteditor, der oder in dem man mit mehreren Personen zusammen und auch gleichzeitig an Texten arbeiten kann und auch schreiben kann. Gibt es schon relativ lange diese Technologie und ist aber unheimlich praktisch. Also Björn und ich, wir haben in der Vergangenheit schon sehr viel über Etherpads gemeinsam gearbeitet. Man muss nicht an dem gleichen Ort sein, man braucht einfach nur einen Zugangslink. Und ich möchte ein Etherpad vorstellen, was ich so ziemlich auch mit das Beste auch finde. Das ist unter yopad.eu, ist jetzt relativ neu unter dieser URL-Adresse jetzt auch erreichbar. Und zwar vorne weggenommen, das ist Etherpad ist im Prinzip eine Open Source Anwendung. Man kann die sich selber auch installieren. Dieses Etherpad, das ist ein Angebot von Jugendbeteiligung jetzt, Kooperationsprojekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, des Deutschen Bundesjugendrings und IJAP-Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Also liegt auch auf deutschen Servern, ist also datenschutzrechtlich überhaupt nicht auf irgendwas zu achten und alles in trockenen Tüchern. Um ein Etherpad zu nutzen, geht man einfach auf yopad.eu, gibt hier unten in der Maske jetzt einen Namen für ein Etherpad ein, kann hier unten ein Gültigkeitsdatum eingeben, ein Jahr, 30 Tage oder einen Tag und öffnet das Pad und jeder, der diesen Link hat, kann jetzt im Prinzip auch in das Etherpad mit reinschreiben. Ich poste den Link einfach mal in den Chat, wenn Sie Lust haben. Klicken Sie einfach mal drauf. Es wird sich der Browser öffnen und wir können jetzt, wie gesagt, in dieses Fenster einfach mal reinschreiben. Wir können den Text markieren. Wir können, mein Browser hängt gerade. Wir können, genau, also Text markieren. Wir können löschen. Wir können es, wie wir es aus normalen Texteditoren einfach auch reinschreiben. Das Schöne bei diesem Etherpad ist, es gibt auch eine Kommentarfunktion. Das heißt, hier rechts oben über diese kann ich einen Text markieren und dann über diese Sprechblasen kann ich einen Kommentar noch hinzufügen. Kann diesen Kommentar auch als im Prinzip Änderung oder als Änderungswunsch mit angeben. Und ja, Tabellen kann man auch mit einfügen, wenn man jetzt irgendwie etwas tabellarisch jetzt hier anordnen möchte. Das ist etwas, was jetzt nicht jedes Etherpad bietet. Und im Moment sind wir jetzt gerade mit 7 Leuten jetzt parallel am Schreiben und es funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Etherpads gibt es eine ganze Menge. Es gibt mehrere Anbieter. Wie gesagt, dieses YoPad finde ich einfach empfehlenswert, weil es eben auch auf deutschen Servern liegt. Was ist der Vorteil gegenüber Google Docs auf Google Drive? Es hat kein Google mit im Namen, würde ich jetzt als ersten Vorteil einfach mal sagen.
Ja, es ist halt einfach, wie gesagt, ein freies Angebot. Es sind keine kommerziellen Interessen dahinter. Man muss sich natürlich klar sein, dass Etherpad ist für alle öffentlich zugänglich, die jetzt diesen Link hier oben haben. Also es gibt da jetzt keine Möglichkeit, dieses Etherpad jetzt, ich sag mal, abzusperren oder ein Passwort vorne dran zu setzen. Es ist für einen offenen Austausch, ein offenes Schreiben, ist das auch, ich sag mal, konzipiert. Und von Arndt gehe ich jetzt nochmal die Frage, habe ich es richtig verstanden, dass das Etherpad kostenlos nutzbar ist? Ja, es ist kostenlos nutzbar. In der Regel sind alle Etherpads kostenlos nutzbar, weil es, wie gesagt, eine Open-Source-Anwendung ist. Und ja, kann man einfach draufgehen, sich Etherpads anlegen. Und für unsensible Inhalte finde ich das eine tolle Sache, um gemeinsam an Texten zu schreiben, Linklisten zu erstellen, etc. Gut, genau, ja, ansonsten, wie gesagt, Vorteil gegenüber Google Docs und Google Drive hatte ich ja auch noch mal erzählt. Und wie gesagt, diese Dienste, die wir heute vorstellen, es gibt zahlreiche Alternativen dazu. Und das ist auch nur ein Dienst unter vielen, das etwas kann. Ob Sie es nachher nutzen oder nicht, oder ob Sie es auch erstmal kennenlernen wollen, das liegt natürlich jetzt auch ganz bei Ihnen. Ist noch Welche eine Frage, ja. Exportoptionen gibt es genau? Ja, im Prinzip, ich kann mir ein Etherpad, das ist ja ein Texteditor, den Text einfach kopieren und in Word oder in den Texteditor auch reinschreiben. Ich kann mir das Ganze auch als PDF abspeichern über den Browser, ausdrucken. Das sind eigentlich so die gängigen Funktionen. Vielleicht erwähnenswert auch bei einem Etherpad ist ein Zeitstrahl, das heißt, man hat jetzt natürlich auch so die Befürchtung, was passiert, wenn jetzt irgendjemand die Inhalte alle löscht. Wir können jetzt hier in den Zeitstrahl im Prinzip zurückgehen. Autorin 11, das ist jetzt das Testpad. Wieso wird mir das jetzt nicht angezeigt? Version 40 und hier werden eigentlich, genau, Versionen abgespeichert. Das ist der Vorführeffekt. Das ist der Vorführeffekt, genau. Ich kann Richtig. bestätigen, eigentlich geht's, aber momentan geht's gerade Eigentlich, nicht. genau. Und das ist jetzt auch gleich mal die Rückmeldung an den Jürgen Ertelt von IJAP. Jürgen, hier funktioniert bei eurem Joped der Zeitstrahl nicht. Wir sind alle bei Open Source natürlich auch stellenweise mit Beta-Tester. Das heißt, man muss damit rechnen, dass mal irgendwas nicht funktioniert. Das gibt man weiter. Normalerweise, ich hatte, das war vorhin auch unter Etherpad.eu, hat es anstandslos funktioniert, wird weitergegeben. Genau. Soweit, ja, so, jetzt noch eine Frage hier. Kann man hier auch ein PDF-Dokument nutzen, in das der andere dann Kommentare einfügen kann? Also nein, das geht nicht. Ein Etherpad ist ein reiner Texteditor. Kann man feste Farben zuordnen? Ja, das kann man. Und zwar gebe ich hier gerade das Etherpad nochmal frei. In der Benutzerverwaltung können sich die Leute im Prinzip auch einen Namen geben und sich auch eine feste Farbe im Prinzip geben. Diese Farbe ist dann für das laufende Etherpad dann auch fest vergeben. So. Das sind, glaube ich, soweit die Fragen. Und ich würde dann im Prinzip hier auch mal kurz den Break machen. Wir werden auf jeden Fall diesen Punkt mit dem Zeitstrahl weitergeben. Das ist eigentlich eine Funktion, die funktionieren sollte, aber ansonsten ein ganz tolles Tool, was man für die Arbeit sehr gut nutzen kann. Björn, ich würde weitergeben an dich und zwar haben wir als nächsten Dienst Trello auf der Trello. Liste. Ganz genau. Machen wir mit Trello weiter. Dann gebe ich mein Bildschirm wieder frei. So. Und dann ist hoffentlich Trello zu sehen. Ja. Das ist die Startseite. So sieht es bei mir aus. Was ist Trello? Trello ist ein Tool, Online-Tool zur Aufgabenverwaltung und zum Projektmanagement. Das heißt, ich kann hier auch arbeiten, gemeinsam mit anderen, kollaborativ, digital. Auch das ist verfügbar in verschiedenen Varianten. Ich habe es hier auch wieder im Browser einfach geöffnet. Auch da gibt es natürlich eine Software für den Rechner und es gibt entsprechende Apps für Android und iOS. Also ähnlich wie vorhin bei Slack auch.
Und ich kann in Trello eben ja, Projekte bearbeiten, Projekte anlegen und da verschiedene Aufgaben zuweisen, verteilen und dann gemeinsam abarbeiten. Ich zeige das mal an einem Beispiel. Ich habe auch da wieder ein Testboard angelegt für den EduTalk und so sieht es momentan aus. Trello ist so ein bisschen von der Logik her aufgebaut wie eine Pinnwand oder wie so ein Metaplan. Also ich habe hier mein Board, meine Wand und da habe ich verschiedene Listen und an diesen Listen hängen verschiedene Karten. Also hier habe ich zum Beispiel vier Listen angelegt. Die erste Liste ist To-Do. Was haben wir noch vor uns? In Arbeit, offene Fragen und erledigt. Also für heute wäre jetzt das alles schon erledigt. Wir haben alles gut vorbereitet und haben uns abgesprochen. Noch offene Fragen haben wir an alles gedacht? Hoffentlich schon. In Arbeit ist, dass wir momentan diese Dienste präsentieren und was dann To-Do wäre, ist, dass wir das Ganze feedbacken und nachbetrachten. Das sind soweit die Karten, die ich vorher angelegt hatte. Also wir haben, wie gesagt, diese verschiedenen Aufgabenkarten, die an den Listen hängen und die kann ich dann natürlich immer entsprechend verschieben. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, das Präsentieren packe ich einfach an, hier diese Aufgabe mit Drag and Drop und kann die irgendwo anders hinschieben. Zum Beispiel in noch offen oder in To-Do. So, dann ist diese Karte einfach in To-Do verschoben. Aber ich habe die ja schon, also kann ich die wieder auch auf in Arbeit legen. Hier hat Tobias noch was ergänzt. Rückmeldung an IAP wegen Etherpad-Zeitstrahl. Genau, also das, was uns eben aufgefallen ist, dass in diesem Etherpad der Zeitstrahl nicht richtig angezeigt wird, das wollen wir mal rückmelden. So, da war gerade noch ein Tippfehler, genau, den hat er jetzt auch korrigiert. Ich könnte nämlich auch, weil wir zusammenarbeiten in diesem Trello-Board, ich könnte hier auch noch was reinschreiben. Ich schreibe jetzt zum Beispiel an Jürgen, das ist der Kollege von IAP, den wir kennen. Dem müssen wir was rückmelden. So, jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, eine Beschreibung einzufügen. Also ich kann diese Aufgabe konkreter beschreiben und kann hier entsprechend ausführlicheren Text noch hinzufügen, weil Sie können wahrscheinlich nachvollziehen, hier in der Übersicht schreibt man nicht allzu viel Text, sondern schreibt nur einen kurzen, ja, einen kurzen Titel dieser Aufgabe oder dieser Karte, damit es eben in der Übersicht zu sehen ist und die Details kann ich hier in der Beschreibung dann ergänzen. Kann hier speichern. Dann kann ich hier verschiedene Aktivitäten einfügen und Kommentare. Also zum Beispiel kann ich sagen, habe den Kontakt hergestellt oder so und kann das speichern. Und so kann ich im Laufe der Zeit immer was ergänzen und kann hier eben diese Aktivitäten im Detail nochmal auch darstellen. Was ganz wichtig ist, wir haben hier noch keine Zuständigkeit. Also bei den anderen Karten hatte ich immer Zuständigkeiten auch vergeben. Also eben Tobias, ich und noch ein anderer Kollege von uns, der Flo, sind hier in diesem Board als Mitglieder. Für das hier ist eigentlich niemand zuständig. Jetzt kann ich hier Mitglieder definieren und kann einfach mal sagen, das soll Tobias machen. So, ich erkläre ihn für zuständig. Dann hat er das am Hals, dann darf er sich darum kümmern quasi. Das wäre das eine. Zum zweiten kann ich eine Frist setzen. Also wenn wir jetzt was ganz Dringendes zu tun hätten, sagen wir mal, das muss bis Ende April geklärt sein, dann lege ich auf den 30. April um 12 Uhr lege ich die Frist. Vorher gibt es nochmal eine Erinnerung, eine Stunde vorher, die speichere ich. So, und dann haben wir hier eine Deadline gesetzt. Bis dahin muss das abgearbeitet sein. Was auch schön ist, ist, ich kann eine Checkliste einfügen. Machen wir mal so. Da kann ich jetzt zum Beispiel als Punkte definieren, anschreiben. So, dann 3 Tage warten und dann gegebenenfalls nachfragen hinzufügen. So, jetzt habe ich also 3 verschiedene Punkte, die ich später dann abhaken könnte. Also wenn jetzt jemand den Jürgen von IAP angeschrieben hätte, dann macht man bei Anschreiben ein Häkchen und dann warten wir 3 Tage und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich könnte noch Fotos hinzufügen, ich kann Anhänge hinzufügen. Also ich habe noch verschiedene Möglichkeiten, das auch noch ein bisschen bunter zu gestalten. Brauchen wir jetzt alles nicht im Detail, aber Sie können sich das vorstellen, damit es eben optisch noch ein bisschen aufgehübscht wird, möglicherweise und mit Grafiken oder Bildchen oder Ähnlichem ergänzt wird, könnte ich da noch verschiedene weitere Sachen ergänzen. Genau, das wäre schon mal das Wichtigste. Sie sehen jetzt hier auch in der Vorschau habe ich zum Beispiel meine Frist
angezeigt und ich habe angezeigt, dass es hier einen Kommentar gibt und dass es eine Checkliste gibt mit drei Elementen, von denen ein Element schon erledigt ist. Also das wird mir auch hier in der Übersicht sehr schön angezeigt. Und ich kann das alles eben beliebig ergänzen. Ich kann weitere Listen hinzufügen. Das geht dann hier nach rechts noch weiter raus, wenn ich mehr als sechs Listen habe. Oder fünf Listen passen gut rein. Ab der sechsten Liste wird es dann hier nach rechts ergänzt. Dann muss ich einfach den Slider rüberschieben. Und so kann ich eben ja, beliebig viele Listen und beliebig viele Karten und auch Teammitglieder und so weiter hier hinzufügen. Das ist wirklich praktisch, also eben im Arbeitskontext für Projekte, für Aufgaben, die man hat, aber auch im privaten Kontext, um zum Beispiel die nächste Familienfeier, die jetzt momentan nicht stattfinden kann, aber irgendwann vielleicht wieder, um die zu planen oder den Kindergeburtstag oder was auch immer und anzugeben, was gibt es alles zu tun und wer macht was, was macht Mama, was macht Papa, was machen die Kinder, je nachdem, könnte man es auch im privaten Kontext nutzen. Also einfach, um gemeinsam an irgendwelchen Projekten oder Aufgaben zu arbeiten. Ich zeige Ihnen noch ganz kurz, ja, so viel Zeit nehmen wir uns noch. Noch ganz kurz hier dieses Menü, was man da noch machen kann. Zum einen kann ich natürlich das Ganze grafisch anpassen. Also ich könnte den Hintergrund, der jetzt einfach blau ist, verändern und könnte da zum Beispiel ein schönes Foto suchen, irgendeine Grafik, was auch immer, um das eben grafisch anders zu gestalten. Das ist das eine, was ich ganz nett finde. Ich habe eine Suchfunktion, die sehr praktisch ist, weil ich hier die ganzen Karten durchsuchen kann, also die ganzen Unterpunkte, die hier liegen, wo unter Umständen bei einem großen Projekt dann sehr viel Text drin steht. Wenn ich jetzt nicht konkret weiß, wo war das nochmal abgelegt, wo finde ich das, dann kann ich auf die Suchfunktion gehen und kann den ganzen Text, der hier in diesem Board steht, durchsuchen nach Stichworten. Das ist durchaus auch praktisch bei großen Boards. Und ich kann sogenannte Power-Ups hinzufügen. Das ist ähnlich, wie wir es vorhin bei Slack gesehen hatten, dass ich andere Dienste verknüpfen kann. Also wir hatten gesehen, ich kann Slack mit Trello verknüpfen. Ich kann jetzt hier auch Trello mit Slack verknüpfen und kann aber auch hier wieder die Dropbox oder andere Tools einbinden. Also auch da habe ich wieder die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzubinden. Es ist so, in der kostenlosen Variante ist ein Power-Up verfügbar. Alles Weitere ist dann in der kostenpflichtigen Variante zu tun. Okay, das wäre soweit der Kurzüberblick über Trello. Es Dann gibt hätten wir Fragen, glaube noch ich. die Fragen. So, wie komfortabel ist es, aus Trello Projektübersichten übersichtlich als Ausdruck oder PDF auszugeben, besonders wenn die Projekte umfangreicher werden? Sehr gute Frage. Auf die Idee kam ich noch gar nicht, muss ich zugeben, da was ausdrucken zu wollen. Ich behaupte jetzt mal, es ist vielleicht nicht optimal. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine komfortable Exportier- und Druckfunktion gibt. Das haben wir noch nie gemacht. Sie erwischen mich immer mit Fragen, wo ich gar keine Antwort weiß. Habe ich noch nicht gemacht. Aber ich glaube, also ich persönlich kann mir jetzt spontan nicht vorstellen, warum man das ausdrucken will, weil es ja eher für den Prozess geeignet ist und nicht zum Ausdrucken und Abheften, sondern es ist eben ein Arbeitstool, wo sich im Prinzip minütlich, sekündlich was verändern kann, gerade in großen Gruppen. Okay. So, dann haben wir, ist Trello als Web-App nutzbar oder braucht jeder Trello auf dem Endgerät und kann es dann nur von dem Gerät aus genutzt werden? Nee, wie gesagt, es geht in vielfacher Hinsicht. Man kann das als App installieren auf dem Rechner oder auch auf dem Smartphone. Man kann es aber auch einfach im Browser öffnen. Das heißt, das ist relativ vielfältig. Man loggt sich natürlich ein mit seinem persönlichen Login und insofern nutzt jeder seine Variante. Man braucht aber nicht zwingend das eigene Programm auf dem Endgerät, sondern man kann es im Browser öffnen. Wie ich hier momentan ja auch gerade im Browser bin und das funktioniert ganz gut. Okay. Ansonsten, ich habe gesehen, nochmal zum Thema Export. Ich habe gerade nachgeschaut. Also man kann das auch mal ausdrucken. Dann kriegt man das relativ unschön so als PDF-Ausdruck. Als JSON kann man exportieren und als CSV, wobei CSV, das ist gegraut. Das geht wahrscheinlich nur in der Das kostenpflichtigen Excel, Version. ja. Also als Datenbank im Prinzip oder als Tabelle. Oder ach ja. So, dann haben wir hier noch, kann ich mir anzeigen lassen, welche Aufgaben eine einzelne Person, noch offen hat? Ja, also die offenen Aufgaben werden ja alle in der Übersicht angezeigt. Sie meinen jetzt konkret, ob meine To-Dos, die blinken dann auf. Also gerade wenn Fristen vergeben sind, dann leuchten diese Fristen auf. Ja. Also das kann ich dann in meiner Ansicht und in meinen Benachrichtigungen und so weiter, wird mir das dann nochmal angezeigt.
Und könntest du auch sehen, welche Aufgaben bei mir noch offen sind? Ja, jeder sieht alles. Also jeder sieht komplett in der Übersicht eben, was haben wir für Karten und für Aufgaben vergeben, was ist schon erledigt und was nicht. Also das ist ein sehr transparentes System, in der Hinsicht vielleicht auch ganz gut, ja, dass man alles im Blick hat, weil man ja eben gemeinsam an einem Projekt arbeitet und dann geht man von der Logik her davon aus, dass alle Bescheid wissen müssen, wo gerade der Stand der Dinge ist. Und deshalb gibt es ja keine geschlossene Ansicht, sondern alle sehen alles. Okay, prima, super. Ja, vielen Dank, Björn. Und dann sind wir auch schon in der Hälfte des Webinars. 6 Tools in etwas über 73 Minuten. Und wir gehen dann direkt nahtlos weiter zum nächsten Tool. Und zwar geht es um Padlet. Genau. Bevor ich zu Padlet gehe, gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Ich hatte einen Chat geschrieben, genau. Und zwar, da Datenschutz ja wirklich für einige ja eine sehr große Rolle auch spielt. Wie gesagt, Trello ist im Prinzip so das Original dieser Projektverwaltung. Es gibt mit Meistertask auch einen deutschen Anbieter, aus der Nähe von München, der im Prinzip genau das Gleiche auch anbietet und über ein Nextcloud-Add-on, was ich nachher auch noch mal kurz zeigen werde, ist sowas auch möglich, auch kirchlich datenschutzkonform. Aber wir haben hier ja auch nicht nur kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gut, gehen wir jetzt zu Padlet. Und zwar Padlet ist eine digitale Pinnwand, mit der ich zusammen mit anderen Menschen arbeiten kann. Das Schöne ist, ich zeige Ihnen das einmal. Vielleicht haben Sie das in der Webinar-Ausschreibung auch schon mal gesehen, wofür ich Padlet überwiegend benutze. Wir haben hier auf unserem Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog ja unseren Webinarkalender. Und in den Webinar-Ausschreibungen ist hier so ein Feld, Ihre Fragen zu Webinare gestalten. Das ist jetzt hier für das nächste. Und da hat jeder die Möglichkeit, ohne Anmeldung, ohne Registrierung, ohne irgendwie persönlich, also Namen, E-Mail-Adresse zu hinterlassen, auf das Plus zu klicken und hier auch schon mal Fragen im Vorfeld zu stellen, andere Fragen zu bewerten oder auch bereits schon mal zu kommentieren. Finde ich, ist eine super Sache, um im Vorfeld sich thematisch einfach auch mal auf etwas vorzubereiten und um einfach auch bei größeren Gruppen Leute in einen Arbeitsprozess auch mit reinzubringen. Padlet ist in der Grundvariante kostenlos, allerdings auf 3 Pads, also auf 3 Pinnwände beschränkt. Das sind jetzt 6 Pinnwände. Ich bin in der Pro-Variante mit drin, aber wie gesagt, in der kostenlosen Variante, das ist genauso, aber eben nur auf 3 Pads. Da ist jetzt auch keine große Werbeeinblendung etc. Amerikanischer Dienst, DSGVO-konform, sagen wir direkt mal mit. Um ein Padlet zu starten, eine Pinnwand, haben wir mehrere Vorgaben oder Vorlagen, die wir nutzen können. Also eine Wand, das heißt im Prinzip die klassische Pinnwand, wo einzelne Karteikarten unter und übereinander ja aufgelistet werden können. Oder wir haben jetzt hier eine Leinwand, da können wir uns die Vorschau auch mal anschauen. Genau, so, das ist jetzt hier zum Beispiel Vorschau von einem Padlet. Hier haben wir das Raster, da können wir uns die Vorschau mal anschauen lassen. Hier werden im Prinzip nebeneinander die einzelnen Karteikarten aufgelistet. Was ich immer sehr gerne nutze, das ist das Regal. Das heißt, ich kann Themengebiete kann ich vorgeben, also hier oben die Überschriften und unten drunter können dann eben die Leute sowohl mit als auch ohne Anmeldung völlig anonym Karteikarten mit ransetzen und diskutieren. Das ist übrigens auch, wir werden nächste Woche ein Online-Barcamp haben, werden wir über so ein Padlet auch die Sessionplanung machen. Das heißt, dann können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dort ihre Vorschläge mit reinschreiben und wir können das denn hier als Administratoren dann eben einen Zeitstrahl auch zuordnen, sodass jeder eben auch mit sehen kann. Und auch hier, was auch immer ganz nett ist bei Veranstaltungen, ein Backchannel. Also das heißt, wenn man sich über eine Veranstaltung zum Beispiel ein ständiges Feedback einholen möchte, das wähle ich jetzt mal aus. Wir starten das Padlet und haben jetzt erstmal ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Also hier, My Strahlend Backend Channel Test
Padlet gebe ich mal ein, dann haben wir hier einen Untertitel, der unten drunter noch gezeigt wird. Wir können Symbole noch mit anfügen, einfach so ein bisschen Visualisierung. Eine benutzerdefinierte Adresse. Im Moment hätten wir padlet.com, Online Barcamp und dann eben diese kryptische XGW35QP-Adresse. Da könnten wir uns jetzt aber auch eine benutzerdefinierte Adresse geben lassen. Den Hintergrund können wir uns verändern und anpassen mit verschiedenen Vorlagen. Wie gesagt, ich mache jetzt einfach mal so den Schnelldurchgang durch die einzelnen Funktionen. Und jetzt kommt nämlich das Interaktive. Können die Menschen, die das Padlet nutzen, zum Beispiel Reaktionen geben? Das hatten wir vorhin schon im Blog gesehen, dass man auch Kommentare auch liken oder Herzchen auch verteilen kann oder Daumen hoch. Hier können wir sagen, also entweder bewerten, eine Sternbewertung, wir können Thumbs up, Thumbs down oder eben ein Gefällt mir machen. Und Require Approval, also das heißt, sollen diese Karteikarten, bevor sie veröffentlicht werden, erstmal von einem Moderator genehmigt werden. Und Filter Profanity, das heißt, da können wir einstellen, dass ja, Bad Words durch Emoticons im Prinzip ersetzt werden. Das heißt, wenn jemand Scheiße schreibt, dann erscheint da irgendwie so ein lustiges Scheiße-Häufchen im Icon irgendwie. Genau, das ist im Prinzip die Grundfunktion. Bei anderen Pads könnten wir jetzt auch nochmal einstellen, dass Kommentare auch noch hinterlassen werden können, also dass wir Diskussionsprozess auch nochmal mit anlegen. Und ich kann, wenn, Moment, muss das Padlet ja auch jetzt erstmal erstellen. Genau, und ich kann jetzt hier bei Teilen entweder einen anderen Padlet-User, also das geht auch im Basis-Account, als Administrator mit dazu holen, der das Padlet dann auch komplett bearbeiten kann. Oder ja, kann jetzt einfach den Link kopieren, QR-Code erstellen oder das Padlet mit einem iFrame in einen Blog, in eine Webseite einbinden, wie wir das bei uns EKHN, Erwachsenenbildung-EKHN.blog auch tun. Ich kopiere dann einfach den Link und das ist dieser Link jetzt hier oben, padlet.com, Online Barcamp. Und auch diesen tippe ich jetzt hier nochmal rein. Und jeder hat jetzt einfach die Möglichkeit, hier unten bei Say Something eine kleine Nachricht zu hinterlassen. Und diese kann eben von anderen auch bewertet werden. Ja, Rückmeldung, Kreisjugenddienst Oldenburg-Stadt. Vieles auf Englisch, das ist richtig. Es ist ein amerikanischer Dienst. Was für mich aber wichtig ist, dass die Benutzeroberfläche, ich sag mal, trotzdem intuitiv genug ist, dass man auch ohne Englisch weiß, wie man das nutzen kann. Wie gesagt, jetzt hier bei unseren Padlet zum Beispiel kann ich als Untertitel schreiben, klicken Sie auf das Plus-Symbol und schreiben Sie Ihre Frage. Bei den Symbolen ist im Prinzip ja, Sprache auch erstmal egal. Und hier kommt man eigentlich auch ohne große englische Sprachkenntnisse sehr weit. Es ist natürlich eine kleine Barriere ist es, das muss man sagen. Ich würde gerne einen deutschen Dienst nutzen, der genauso gut ist wie Padlet, aber den habe ich noch nicht gefunden. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gibt als so fast Alternative, und da sind wir jetzt eigentlich bei Dienst 4,5. Genau, PolUnit. PolUnit ist ein deutschsprachiger Dienst, kommt auch aus München. Kann man auch Abstimmungen, Feedbackbögen etc. erstellen, ähnlich auch wie bei Padlet. Aber da fehlt diese Interaktionsmöglichkeiten mit Diskutieren, mit Bewerten und vor allen Dingen auch die Verwaltung, dass man sagen kann, die Leute müssen entweder einen Account haben oder können völlig anonym auch mit teilnehmen. Da ist Padlet einfach derzeit ungeschlagen. So, hier waren wir richtig im Test Padlet. Es funktioniert super, also auch von der Performance. Sie sehen, ich bekomme die neuen direkt auch angezeigt. Hier steht auch, wie bekommen wir Namen? Geht wahrscheinlich nur bei Anmeldung. Genau, das ist der Sinn und Zweck der Sache. Wer anonym schreibt, soll auch anonym bleiben. Wer mit Namen schreiben will, kann sich anmelden. Und ich als
Padlet-Inhaber kann jetzt jeden einzelnen Kommentar aber auch nochmal bearbeiten und natürlich auch löschen, dass ich eine redaktionelle Kontrolle über die Pads habe. Soweit, wunderbar. Wir sind gar nicht so schlecht, Björn. Also wir liegen jetzt gerade mal 5 Minuten drüber. Und ich glaube, das war es eigentlich soweit auch zu Padlet. Wie gesagt, Basisvariante kostenlos, bis allerdings nur 3 Pads. Und danach sind es, glaube ich, 96 Euro im Jahr, also im Jahr, dass diese Pad-Beschränkung aufgehoben wird. Gut. Soweit im Chat die Fragen alle beantwortet. Und gibt es zu Padlets auch Tutorials? Auf jeden Fall. Der beste Ort für Tutorials ist immer noch YouTube. Ich würde jetzt einfach mal Padlet-Erklärung, Padlet-Tutorial irgendwie bei YouTube mal eingeben und da findet man eine ganze Menge. Wir haben ansonsten auch, das kann ich hier auch noch mal zeigen, bei uns im Blog in der Mediathek. Wir hatten vor ganz langer Zeit im letzten Jahr einen Edu-Talk zum Thema Padlet, den Sie auch hier in der Mediathek finden werden. Wo haben wir denn? Gruppen, Nextcloud, YouTuber, H5P. Ist auf jeden Fall da drin und finden Sie auch die Aufzeichnung mit Heiko Wolf. Gut, soweit zu mir. Wir springen jetzt direkt weiter. Dienst Nummer 5, Trisida. Björn. Da kommt noch eine Frage, Tobias. Kann man im Archiv gut suchen? Ja. Also mit Archiv sind damit die eigenen Padlets gemeint? Vielleicht das Blogs-Archiv, oder? Oder das Blog-Archiv. Ach, die Edu-Talks. Genau, richtig. Also es gibt eine Suchmaske im Blog, die kann ich auch mal eingeben oder zeigen. Wir haben hier im Blog natürlich auch eine Suchmaske. Und da wir das Blog noch direkt auf, das hat man relativ frisch aufgelegt, weil es hier noch nicht drin ist, weil ich das nach und nach noch machen muss, bei uns im YouTube-Kanal. Moment. Erwachsenenbildung, EKHN. Die Qualität eines Webinars ist nicht schwupp. So, genau. Also bei Erwachsenenbildung, EKHN, da ist in der Playlist EduTalk ist diese Aufzeichnung auf jeden Fall mit drin. Ich suche die gleich raus und stelle den Link in den Chat. Und dann geben wir weiter an Trisida. Genau. Dann kommen wir zu den letzten beiden Tools. Die gehen, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Also ich bin zuversichtlich, dass wir in der Zeit bleiben. Und wenn es dann noch Fragen gibt, dann können gerne Leute auch noch länger bleiben. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. So, jetzt gebe ich mal Tobias. Spielt noch mit seinem Sound. Ich hab das Video gefunden und draufgeklickt, da ging direkt der Ton los. Ja, so ist das bei YouTube. Genau. So, ich mache jetzt trotzdem Treesider oder Treesider oder wie auch immer man das jetzt wieder nennt. So sieht das Ganze erstmal aus. So, das ist die Startseite oder meine Startseite. Einen Moment, ich habe da oben noch diese. So, die blende ich jetzt mal weg. Diese Kontrollleiste lag da oben noch im Weg rum. Deshalb habe ich die jetzt mal ausgeblendet. Also das ist die Startseite von Treesider. Und was wir da jetzt machen können oder wozu das dient, es ist ein Social Voting Tool. So nennt sich das. Es dient zum Ideen sammeln und zum Abstimmen. Das ist so grob gefasst. Und ich könnte hier eben Fragen eingeben und zu diesen Fragen können dann verschiedene Ideen beigetragen werden. Ich will jetzt aber gar nicht unbedingt noch eine neue Frage stellen, sondern ich schicke Ihnen und euch mal eine Testfrage, die ich angelegt hatte, die ist jetzt im Chat. So, wenn ich nämlich auf meine Übersicht gehe, dann kann ich sehen, was ich da schon alles so an Umfragen habe. Und zum Beispiel habe ich jetzt mal die Frage gestellt, wie bleiben wir während des Corona-Lockdowns in Kontakt? Und Treesider dient jetzt einfach dazu, über diese Frage zu diskutieren, sich auszutauschen. Und das Schöne finde ich, dass es sehr argumentativ gestaltet ist. Ich kann nämlich Ideen hinzufügen hier auf der linken Seite. Und zu jeder Idee können dann Pro- und Kontra-Argumente hinzugefügt werden. Und dann kann man darüber abstimmen. Das heißt, wenn man gemeinsam eine Entscheidung fällen möchte, zum Beispiel, wohin führt der nächste Betriebsausflug, dann tragen hier verschiedene Leute ihre Ideen ein. Und zu jeder Idee
können andere Leute oder auch dieselben Leute Pro- und Kontra-Argumente einfügen und so kann man schon sehr schön diskutieren und argumentieren und online das Ganze eben ja, erstmal klären und besprechen und dann am Ende gibt es eine Abstimmung und dann sieht man, welches vorgeschlagene Reiseziel hat gewonnen, dahin geht der Betriebsausflug oder so. Ich hatte hier jetzt mal, wie gesagt, die Frage gestellt, wie bleiben wir während des Corona-Lockdowns in Kontakt und hatte drei Ideen hinzugefügt, entweder gar nicht, weil soziale Kontakte sind überbewertet oder per Videochat, wie wir das machen, oder telefonisch. Jetzt könnte ich Argumente hinzufügen, pro oder contra. Also zum Beispiel könnte ich sagen, telefonisch, das Pro-Argument, und da klicke ich das Plus an, ist die Technik. Die ist nicht ganz so aufwendig bei Telefonen wie bei Videocalls. Es gibt aber natürlich auch Argumente, die dagegen sprechen. Zum Beispiel, ich klicke jetzt das Minus an und schreibe dann kein Bild am Telefon. Ja, also Videocall hätte den Vorteil hingegen, ich hätte Bild und der Nachteil ist, die Technik ist ein bisschen aufwendiger. So, und das Ganze lässt sich jetzt auch hier schon liken. Also jetzt könnte man einzelnen Argumenten auch seine Zustimmung hier ausdrücken oder man könnte eben, also wenn ich jetzt nicht ich bin, sondern jemand anderes, der in diese Umfrage kommt, könnte man weitere Ideen und Argumente hinzufügen. Und wie gesagt, am Ende kann man darüber abstimmen. Das finde ich, ja, ist eigentlich schon alles. Klingt erstmal sehr simpel, aber es ist eine sehr gute Idee, finde ich wirklich, weil man eben entweder für Bildungszwecke im Unterricht, in Seminaren, wie auch immer, sich digital austauschen kann, weil man das wirklich auch voten und bewerten kann und weil man das sehr unterschiedlich nutzen kann. Es gibt hier unten noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wie ich kann hier eben die Deadline verändern. Sie sehen hier oben, die Standard-Deadline ist immer 14 Tage, die kann ich aber verändern, entweder hier schon oder auch hier unten. Ich könnte das auch als Gewinnspiel gestalten und könnte sagen, die beste Idee gewinnt dann eine Kaffeetasse oder was auch immer, eine Einladung zum Abendessen, eine Tüte Gummibärchen, ich weiß es nicht. Ich könnte auf jeden Fall Gewinne ausloben. Ich habe hier eine Statistik, wie viele Leute haben da teilgenommen, wie viele Ideen und so weiter gab es. Ich kann das dann einbinden in andere Blogs oder Seiten und ich kann die Leute einladen über Social Media oder einfach den Link kopieren oder ähnliches. Also das sind so grob diese Optionen. Und ich zeige Ihnen vielleicht noch kurz eine Umfrage, in der ein bisschen mehr passiert ist als jetzt hier. Und zwar hatten wir das neulich in einem Seminar mit Jugendbildungsstätten. Da ging es um die Frage, welche technisch bedingten Herausforderungen für Jugendbildungsstätten gibt es und welche Fragen eröffnen sich da. Und da sehen wir eben, es gab verschiedene Ideen, es gab verschiedene Argumente hier, es gab verschiedene Abstimmungen dann eben auch. Und ich sehe dann unten in meiner Statistik, es waren insgesamt 75 Aufrufe und 8 Stimmen, 11 Ideen und so weiter. Also da kann ich auch nochmal drauf gucken, was ist da passiert, wenn mich das interessiert. Aber ansonsten habe ich eben hier meine Diskussion, die dann über ein paar Tage oder Wochen laufen kann und wo sich dann im Laufe der Zeit herausschält, was ist die favorisierte Idee. Genau, ich glaube, das reicht von meiner Seite auch so als kurze, knackige Einführung in TreeCeder. Das ist ein deutscher Dienst, das vielleicht noch dazu, also DSGVO-konform und bislang komplett kostenlos. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die sich finanzieren. Es gibt auch keine Werbung, aber ich glaube, es ist eher so ein kleines Nebenprojekt, was da irgendwo mal entwickelt wurde und was jetzt eben im Netz zur Verfügung steht. Okay. Jetzt noch die Frage, wie der Aufruf zur Teilnahme erfolgt. Also wie erstellst du einen Link, den du den anderen zuschickst? Der Link wird automatisch generiert. Also sobald ich eine neue Frage stelle, öffnet sich hier die neue Seite und damit verbunden ist dieser Link. Und wenn ich hier auf Teilen und Einladen gehe, dann kann ich eben diesen Link hier, der ist ein bisschen kryptisch, also man kann die Links leider nicht selbst anpassen und schöner gestalten, sondern diese komische Buchstaben- und Zahlenfolge hier, das ist der Link und den kann ich dann verschicken oder eben hier oben per E-Mail, per Twitter, per Facebook, sonst wie verteilen. Wunderbar. Ja. Wir haben noch 6 Minuten. Da kommt noch die Frage, kann ich das auch in laufende digitale Formate einfügen? Ja, also ich kann eben, das war unten bei den Optionen, nee, das war bei Teilen, Entschuldigung, genau, hier oben bei Teilen und Einladen gab es ja auch, ich habe es doch gerade aufgerufen, hier unten einbinden, da steht es, neben den Optionen oder neben den Einstellungen. Da kann ich es eben einbinden in andere Blogs oder Webseiten. Also ich kann es eben, wie gesagt, über den Link einfach teilen oder ich kann es auch in bestehende Webseiten oder Blogs einfügen.
Okay. Mhm. Oh. Prima. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Zielgerade. Mhm. 6 Dienste in 64 Minuten. Genau, das werden wir schaffen. So, und zwar wollen wir jetzt als letztes Tool, das ist so ziemlich mein Lieblingstool, worum es jetzt geht, das ist die Nextcloud. Wir hatten da ja auch schon mal einen kompletten Talk oder ein komplettes Webinar dazu. Das verlinke ich auch gleich nochmal im Chat. Ich möchte jetzt einfach nur mal in groben Zügen einfach zeigen, worum es da geht. Und wer da tieferes Interesse hat, der kann sich denn gerne das Webinar auch anschauen. Nextcloud ist ein Open-Source-Cloud-System, was man sich selber auch installieren kann. Wir haben das bei einem Anbieter in Deutschland mit deutschem Serverstandort vom Zentrum Bildung, haben wir eine Nextcloud auch gehostet, die wir auch nutzen können. Es ist in erster Linie eine erstmal Dateiablage. Ich kann einen Speicherplatz festlegen von den einzelnen Benutzern. Mittlerweile nutzen wir, glaube ich, die Cloud mit etwas über 140 Personen. Also das ist schon ganz ordentlicher Zugriff da drauf für, ich sag mal, so eine private Open-Source-Cloud. Läuft aber bislang immer noch relativ stabil. So, wir haben hier die Möglichkeit, zum einen Dateien abzulegen, Dateien auch zu bearbeiten und vor allen Dingen Dateien freizugeben und auch mit anderen Leuten im Team zu bearbeiten. Und das möchte ich einfach mal kurz zeigen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, neue Ordner zu erstellen, ganz normales Dateisystem. Ich kann aber auch direkt neue Dokumente erstellen. Und das Schöne ist, hier bei dieser Nextcloud ist OnlyOffice mit integriert. Das heißt, das ist ein Online-Office und ich kann jetzt hier direkt in das Online-Office in den Browser reinschreiben, ohne dass ich das Office hier auf meinem Computer überhaupt brauche. Das ist aber nur die eine schöne Sache. Die andere schöne Sache ist, dass ich jetzt diese Testdatei, die ich jetzt erstellt habe, die kann ich freigeben. Und zwar entweder an andere Nextcloud-Benutzer, die dort registriert sind, oder ich kann einen öffentlichen Link erstellen und kann dann zum Beispiel auch sagen, okay, in diesem Link, jeder, der diesen Link hat, der darf zum Beispiel auch bearbeiten. Der darf downloaden oder das Dokument ist passwortgeschützt. So. Und jetzt machen wir mal den ganz großen Test. Ich gebe diesen Freigabelink zu dieser Testdatei hier einfach mal in den Chat rein. Und wir gucken mal, was passiert. Ich hatte es jetzt auch noch nicht mit so vielen. Ich glaube, mit 12 oder 13 Leuten haben wir mal parallel an einer Nextcloud gearbeitet. Und wir gucken jetzt einfach mal, wenn Sie wollen, klicken Sie mal drauf und klicken Sie danach auf den Button in OnlyOffice öffnen. Und dann sollten Sie eigentlich hier gleich mit dazukommen. So, der erste ist schon anonym. Anonym sind schon einige mit dazu. So, hier ergeben sich jetzt natürlich die gleichen Herausforderungen wie überall, wenn man mit 20 Personen gleichzeitig an einem Dokument schreibt. Ich sage mal, ein bisschen Routine und ein bisschen Absprache muss man da haben. Ansonsten ist es jetzt genau wie ein Etherpad. Man kann Texte normal schreiben, nur es ist eigentlich noch mal viel besser, weil ich die komplette Office-Funktionalität habe. Also das heißt, ich habe hier oben, habe ich hier Vorlagen, ich kann Formatierung setzen, ich kann das drucken, ich kann es exportieren, ich kann es speichern, also als Doc-Datei, DocX, als PDF. Im Prinzip wie ein Office 365, was ich eben mit anderen parallel bearbeiten kann. Hier ist es zum Beispiel auch möglich, nicht nur Dokumente zu bearbeiten, sondern auch PowerPoint-Präsentationen. Ja, also das heißt, ich kann auch ein Word-Dokument erstellen und anstatt eines Word-Dokumentes oder auch eine Excel-Datei. Wobei Excel natürlich, je komplexer und komplizierter die Formeln werden, irgendwo da auch die Grenzen erreicht sind. Aber ich habe diese Grenze bei weitem noch nicht erreicht. So, ich gehe jetzt hier einfach mal raus. Ich bitte Sie noch mal ganz kurz das Schreiben einzustellen. Ich möchte mich noch mal die weiteren Funktionen zeigen, die Nextcloud hier auch noch bietet. Zum einen haben wir mit Talk einen Messenger.
der in die Nextcloud mit eingebunden ist. Und ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, mit Personen Gruppen zu bilden und ja, zu Messengern zu schreiben. Das funktioniert auch über App für iOS, für Android oder eben über den Browser. Ich habe hier auch die Möglichkeit, ähnlich wie bei Jitsi, eine Videokonferenz zu starten über den Browser, wobei ich sagen muss, das funktioniert bei 2, 3, 4 Personen ganz gut. Danach sind die Open-Source-Lösungen einfach, ich sag mal, am Ende. So ein Webinar mit 60 Leuten, eine Videokonferenz mit 60 Leuten, wie wir es hier jetzt gerade haben, das ist meines Wissens nach mit so Open-Source-Lösungen einfach nicht möglich. Und zumindest nicht mit Ton und Bild, dass man was versteht. Wir haben vorhin Trello erwähnt. Nextcloud hat ein Add-on, was ähnlich ist, nämlich Deck. Und zwar Deck ist auch ein Projektverwaltungstool, ähnlich wie Trello, wie wir das vorhin hier auch hatten. Und ich muss mal gerade gucken, hier, ob hier noch Boards frei sind. Das sind archivierte Boards. Na, alle Boards, genau, so richtig. Und zwar kann ich jetzt hier einfach auch, die Oberfläche ist ähnlich wie bei Trello, bei weitem nicht so, so umfangreich, aber auch hier habe ich, wie gesagt, das Projektverwaltungstool. Ich kann hier auch Umfragen erstellen, ähnlich wie bei Doodle, Textumfragen, wie auch Datumumfragen. Das Schöne ist natürlich, wenn man das selber hostet, hat man natürlich auch die Vollmacht über die angesammelten Daten und kann somit auch bestimmen, wie datenschutzkonform das Ganze eben auch ist. Und genauso auch Kontakte und Adressbücher und Kalender kann ich hier auch, ich sag mal, anlegen und mit einzelnen Benutzergruppen teilen. So. Das ist erstmal so der ganz schnelle Überblick. Wie gesagt, ich poste gleich nochmal den Link zu dem Webinar. Wir hatten uns vor den Osterferien über eine Stunde mit Nextcloud beschäftigt und wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal angucken. Und genau, jetzt kommen wir mal kurz die Fragen. Wie ist die offizielle Internetadresse von Nextcloud? Also eine offizielle Adresse zu einer nutzbaren Cloud gibt es ja nicht, sondern wie gesagt, Nextcloud ist ein Open-Source-Programm oder Projekt und die offizielle URL ist nextcloud.com. Dort kann man sich informieren, dort kann man sich auch die Quelldatei auch herunterladen, kann man sich auch ein Demo anschauen etc. Unsere Cloud, die wir, ich sag mal, in der EKHN haben und die auch für EKHN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzbar ist, wenn Sie da Interesse haben, melden Sie sich einfach bei mir, ist erwachsenenbildung-ekhn.cloud. Also das heißt, ich kann mir die auch unter einer eigenen Domain auf einem eigenen Webspace installieren. So. Kann ich das auf einem eigenen NAS installieren? Ja, können Sie. Allerdings befürchte ich, dass es bei mehreren oder bei vielen Nutzern zu Performance-Einbrüchen kommen wird. Also da brauchen Sie wirklich schon ein sehr leistungsstarkes NAS mit einer guten Anbindung. Also wir hatten erstmal so einen normalen Anbieter hier Webspace laufen und wenn man da mit 10, 15 Leuten arbeitet, kommt das Ding vielleicht auch an die Grenze. Deswegen haben wir jetzt auch einen etwas schnelleren Server auch umgestellt. Aber für, ich sag mal, ich zu Hause nutze das auch auf einem NAS privat, nur für Adressen und Kalenderkonfiguration für iPhones, also für die Smartphones bei uns in der Familie, dass wir eben unsere Adressbücher und Kalender über eine Nextcloud haben, statt über die iCloud. So, was haben wir denn hier? Kann ich mit einer dieser Apps einen eingescannten Text für 2 Teilnehmer sichtbar machen und kommentieren? PDF kommentieren nicht direkt live, weil, wie gesagt, in einem PDF arbeiten, das ist ja nur wenigen Programmen auch vorbehalten, das geht nicht, aber man kann die PDF natürlich, ich sag mal, sichtbar machen über eine Bildanzeige und das besprechen, aber wie gesagt, ein PDF direkt bearbeiten, das geht nicht. So, Textnachverfolgung, eine Versionierung gibt es meines Wissens nach nicht. Also das heißt, man muss, wenn man mit mehreren Leuten wirklich arbeitet,
einfach auch Absprachen auch treffen. Ich kann allerdings ein Dokument auch sperren, wenn ich möchte, dass im Moment nur ich dran arbeite, das funktioniert. So, dann kommt die Frage, was ist ein NAS? Ja, Entschuldigung, natürlich, wenn irgendwie Begriffe da sind, die nicht verstanden werden, einfach nachfragen. Ein NAS ist im Prinzip eine Netzwerkfestplatte, also eine externe Festplatte, die übers Netzwerk ansteuerbar ist und die in einem eigenen Büro stehen kann. Kann man auch bei Anbietern wie AllInkel per Mausklick installieren lassen? Genau, richtig. Genau. Also es gibt Anbieter, AllInkel ist auch einer, da kann man WordPress oder Nextcloud etc. auch selber installieren lassen und funktioniert auch. Wie gesagt, ist Open Source. Gut, das erstmal soweit. Ich suche, wie gesagt, gleich nochmal eben aus dem Blog die der Mediathek raus. Und vielleicht, während ich suche, Björn, nochmal an dich die Frage, was sind denn so oder was ist im Prinzip dein allerlieblingstool? Ich habe jetzt Nextcloud als meins geoutet. Gibt es eins, wofür du, ich sag mal, die Fackel hältst? Von heute vorgestellten, eigentlich alle drei. Das ist eine schwierige Frage, weil die tatsächlich ganz unterschiedlich konstruiert sind und unterschiedlichen Zwecken dienen. Ich finde Slack schon, also Slack nutze ich glaube ich noch mit am meisten, ja, weil ich das einfach als App auch installiert habe und weil wir da momentan am meisten drüber machen. Trello nutzen wir nicht so intensiv, wobei ich Trello auch wirklich wahnsinnig praktisch finde. Also es kommt immer darauf an, was man wie bearbeitet. Wir hatten einmal ein Projekt, ein relativ großes Projekt mit zwei externen Partnern auch mit verschiedenen Mitarbeitenden und da fand ich Trello wirklich genial dafür, weil das immer ein Live-Überblick über den aktuellen Stand der Dinge war. Hat sich da sehr bewährt, aber momentan ist Slack wahrscheinlich von der Nutzungsintensität ein bisschen vorne und TreeSeeder für irgendwie Seminare oder Schulklassenprogramme oder ähnliches nutzen wir da auch ganz gerne. Insofern sind die natürlich alle drei toll, sonst hätte ich sie ja heute nicht vorgestellt. Super, klasse. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal, Björn. Ich möchte gerne am Schluss, wie gesagt, wir bieten gleich oder ich biete gleich mal die Möglichkeit, hier nochmal für Nachfragen, auch mal zum Ausprobieren. Die Links stehen auch alle mit im Chat drin. Ich werde auch noch mal ein bisschen hier bleiben, bevor es da geht. Möchte ich aber gerne noch eine kleine Rückmeldung von Ihnen auch noch mal einholen, zum wie Sie im Prinzip das Webinar jetzt auch gefunden haben. Also Feedback, das hilft uns ja auch immer weiter, wenn Sie hier vielleicht gerade doch mal diese vier Fragen beantworten können. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für die Teilnahme. Auch dir, lieber Björn, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um deine Lieblingsdienste vorzustellen. Wenn Sie jetzt gleich nicht mehr dabei bleiben wollen, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und auch Ihnen bei Facebook soweit alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche bei einem Edo-Talk. Da geht es darum, soziale Bindungen über digitale Medien in Kitas auch herzustellen. Auch ganz interessantes Thema unter erwachsenenbildung-ekhn.blog. Und dann in der Woche drauf das Thema Webinare mit Zoom und Co. gestalten. Wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ansonsten alles Gute und bis bald. Tschüss.